Seit mehr als einem Jahr begleiten wir die Nürnberg-Fürther Ortsgruppe von Extinction Rebellion, kurz XR. Lasst uns dafür kämpfen, dass wir als Gesellschaft jetzt begreifen, was auf dem Spiel steht. Die Klimaaktivistinnen versuchen, Politik, Wirtschaft und Bevölkerung davon zu überzeugen, dass unser derzeitiges Handeln bei weitem nicht ausreicht, um die Erderwärmung, wie von der Weltgemeinschaft bereits 1997 im sogenannten Kyoto-Protokoll beschlossen, auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um auf die Dringlichkeit der Situation aufmerksam zu machen, organisiert XR fantasievolle Protestaktionen und greift dabei auch auf Formen des zivilen Ungehorsams zurück. Bitte verlassen Sie jetzt die Fahrbahn. Zwei von ihnen möchten wir näher vorstellen. Sarah Kuhn ist 26 und hat vor kurzem ihr Musikstudium abgeschlossen. Es ist doch eigentlich so selbstverständlich, oder? Wie kann man zugucken und nichts tun? Es muss sich einfach so viel verändern, es läuft so viel so scheiße falsch. Zum Beispiel, dass die Regierung fossile Industrie immer noch subventioniert und dann sagt an anderen Stellen, wo es nötig ist, es ist kein Geld da. Wie kann man zuschauen und nichts tun? Das geht nicht. Ich muss unbedingt was tun. Achim Scheidel, 58, ist selbstständig und im Bereich Energietechnik tätig. Ich bin aktivistisch tätig, weil ich der Meinung bin, die anderen tun zu wenig. Die Gesellschaft, die Politiker, die Industrie, die machen ja einfach immer weiter mit der Zerstörung. Deshalb möchte ich das ändern. Das kann so nicht weitergehen. Wir müssen damit aufhören. Wir müssen die Lebensgrundlage für unsere Kinder und für die Menschen im globalen Süden jetzt schon retten. Wir werden sowieso Veränderungen kriegen und die werden riesengroß sein und wir merken jetzt schon einen Teil davon. Und wir können entweder entscheiden, wir machen die Augen zu und lassen die einfach über uns hereinbrechen und tun nichts und dann wird's ziemlich schlimm. Und gerade ist es noch so ein bisschen das, was wir tun, nach meinem Gefühl. Oder wir sagen, okay, wir beeinflussen das jetzt so weit wir können, damit es nicht ganz so schlimm wird, damit wir das irgendwie gut gestalten können, dass wir das nutzen, um auch Wandel zum Positiven zu schaffen. Klimaschützen ist kein Verbrechen. Wir wollten wissen, was sind das für Menschen, die bereit sind, für ihre Überzeugung auch strafrechtliche Konsequenzen, die ihr Handeln mit sich bringen kann, auf sich zu nehmen. Klimaschützen ist kein Verbrechen. Es ist kein erfreulicher Anlass, dass wir heute hier stehen. Ja, hier sind 4 Menschen angeklagt worden, weil sie für Klimaschutz einstehen, weil sie sehen, dass global die Klimaschutzpolitik seit 30, 40 Jahren versagt und weil sie sehen, dass wir auf eine extreme Notlage hinsteuern. Ja. Nürnberg, Januar 2023. Vor dem Amtsgericht haben sich ca. 50 Menschen eingefunden, um ihre Solidarität mit Sarah und Achim sowie 2 weiteren der Nötigung angeklagten Klimaaktivistinnen auszudrücken. Ich wusste überhaupt nicht, dass die was machen, wie viel denn. Und was dann alles kam, also es hat mich total mitgenommen. Diese ausgeschnittenen Pappschilder, die sie da gemacht haben, die Banner, die vielen Gruppen, die organisiert waren, die Reden, die organisiert waren, die Redner selbst, persönlich fand ich auch sehr gut. Also mich hat das Ganze sehr gestärkt. Wenn man da vor Gericht steht, dann steht man da, weil Leute das grundlegend falsch und kriminell finden, was man getan hat. Und dann so viel Rückhalt zu kriegen und zu hören, nein, es war richtig, das ist sehr, sehr wichtig. Weil in der Situation war ich dann auch nicht mehr so selbstbewusst, dass ich mir das selber sagen konnte. Das war sehr schön, das nochmal gesagt zu bekommen. Die Anklage bezieht sich auf eine Aktion aus dem Februar 2022. Damals hatten AktivistInnen von Extinction Rebellion und der letzten Generation eine Ausfahrt des Frankenschnellwegs blockiert, um so ihrer Forderung nach einem Essen-Retten-Gesetz Nachdruck zu verleihen. Wir haben von der Bundesregierung ein Essen-Retten-Gesetz gefordert, weil eben das Thema Essen-Retten auch einen Einstieg bietet ins Thema überhaupt Agrarwende, was ein riesen
komplex ist, um die Klimakrise irgendwie aufzuhalten, ist die Ergreifende unerlässlich und ganz, ganz wichtig. Alleine mit so einem essensrettenden Gesetz hätte man ganz, ganz viel Emissionen einsparen können schon. Wenn wir Essen retten, dann vermeiden wir Methanemissionen. Das ist eine direkte Verbindung zur Klimakrise. Und eben der zweite Ansatz, und die Idee hat mich wirklich sehr gefreut, lass uns versuchen, was zu fordern, was wirklich umgesetzt werden kann, um einen Erfolg zu haben. Für ganz viele Leute ist es nochmal extra Stress, sich festzukleben und was ihnen nochmal mehr Angst macht, weil man, klar, man ist dann fest, man kann nicht weg, man ist irgendwie der Situation völlig ausgeliefert, wenn man da klebt. Aber für mich fühlt es sich immer fast mehr an wie eine Waffe, die ich habe, wenn ich festgeklebt bin. Es hilft mir, meinen Willen durchzusetzen. Wenn ich blockiere, dann will ich da sitzen und dann will ich da nicht weg. Und wenn ich festgeklebt bin, bin ich in diesem Willen noch stärker. Und deswegen fühlt es sich für mich nie an wie so ausgeliefert sein, sondern immer viel mehr wie Selbstermächtigung und stark sein. Weniger entspannt sind meist die AutofahrerInnen, die im Stau stehen. Ich denke mir dann immer, okay, ich wäre in der Situation auch sauer, ich wäre irgendwie genervt und gestresst und könnte jetzt nicht gut reflektieren. Schlimmer ist es, wenn es irgendwie persönlicher wird oder wenn so ein totales Unverständnis für das Thema da ist. Es ist wirklich schade. Wir haben vorher alles Mögliche probiert, aber Straßenblockaden sind aus meiner Sicht das effektivste Mittel, um die Medien und die Bevölkerung wachzurütteln. Es ist wirklich traurig. Warum muss vor allem die letzte Generation, die dieses Aktionsformat sehr intensiv jetzt in letzter Zeit bespielt hat, warum müssen wir leider Straßen blockieren? Warum geht das nicht anders? Es ist mir selbst ein Rätsel, aber es ist so. Und drum bin ich weiterhin bei Straßenblockaden dabei. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass so eine radikale Flügel, ich mag das Wort nicht, eine radikale Seite einer Bewegung der ganzen Bewegung nutzt und ihr nicht schadet. In Begleitung mehrerer PressevertreterInnen betreten die vier den Gerichtssaal. Erstmals kommt in Nürnberg eine Straßenblockade zur Anklage. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Bewährungsstrafe von 9 Monaten. Die Rechtsanwälte der vier AktivistInnen plädieren auf Freispruch. Natürlich plädieren wir auf Freispruch, denn wir wollen die Menschheit vor einem totalen Kollaps unserer Nahrungsgrundlage, unserer Lebensexistenz bewahren. Wir sind nicht die Bösen. Wir deuten darauf hin, dass andere das verhindern. Wir wollen einen Freispruch, weil wir darauf hinweisen, dass Menschen gerettet werden können und müssen. Nötigung ist es nur dann, wenn es aus verwerflichen Gründen geschieht. Und wir sehen nicht, was an unserem Verhalten verwerflich war. Es ist nicht verwerflich, gegen die Klimakrise zu handeln oder die Politik aufzufordern, was gegen die Klimakrise zu tun. Es ist nicht verwerflich, sich für den Erhalt von Menschenleben und von der Artenvielfalt einzusetzen. Und genau das haben wir getan. Ich sehe keine Verwerflichkeit und deswegen auch nicht, dass es Nötigung war. Und damit ist es aus meiner Sicht straffrei. Der letztendliche Urteilsspruch lautet auf eine Geldstrafe von 40 Tagessätzen. Die Höhe orientiert sich am jeweiligen Einkommen der Angeklagten. Das Urteil bedeutet natürlich, dass in Bayern ein Freispruch jedenfalls nach heutigem Stand nicht möglich ist und die Aktionen als rechtswidrig eingeschätzt werden. Also sie sind natürlich nicht vorbestraft, weil wir mit einer Verurteilung zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen die 90-Tagessatzgrenze nicht reißen und weil auch alle ja nicht vorbelastet waren. Das mag das nächste Mal anders aussehen. Und ob sie sich davon abhalten lassen, für ihre Überzeugung einzutreten, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ich weiß selber gar nicht, wie es mir geht. Es ist gerade sehr, sehr viel. Ich bin trotzdem erleichtert, dass es kein Freiheitsentzug wurde. Das wäre die Katastrophe für mich gewesen. Dann wäre ich aktivismusunfähig gewesen. Entweder ich hätte nichts mehr machen können oder ich wäre in den Knast gekommen. So, ich bin sehr froh, dass das nicht passiert ist. Ja, aber es ist gerade sehr viel. Sehr viel durcheinander. Es ist ja keine Bewährungsstrafe, kein Knast angedroht oder auf Bewährung. Dementsprechend schon mal deutlich besser. Da sind wir heilfroh, dass wir das los haben. Da fällt eine Last von einem runter, keine Bewährungsstrafe. Eigentlich sind diese 40 Tage ziemlich wenig. Das ist eigentlich Grund zur Freude. Aber ich tue mich echt schwer mit der Begründung der Richterin. Sie hat uns zum Beispiel Verwerflichkeit vorgeworfen. Und unsere Anwälte haben vorher erklärt, was Verwerflichkeit ist. Und dementsprechend kann ich mich überhaupt nicht im Bereich der Verwerflichkeit sehen. Ich lasse mich jetzt nicht von einem Urteil abschrecken, davon Aktivistin zu sein.
Das war richtig und ich habe das aus Überzeugung getan. Meine Überzeugungen haben sich nicht geändert. In meinen letzten Worten habe ich das ja so ausgedrückt. Ich habe mich bedankt bei den Leuten, mit denen zusammen ich das gemacht habe. Ich fand es auch rückwirkend richtig, was ich da gemacht habe. Komma, ich würde es wieder tun. Wir sind von Extinction Rebellion. Mein Name ist Achim Scheise. Es ist das erste Mal, dass wir eine Cycling Rebellion fahren. Heute ist die Premiere mit dem Bund Umwelt und Naturschutz. Achims Engagement für den Klimaschutz begann 2019. Wie Greta aufgetaucht ist auf der Bildfläche im Bereich Klima, habe ich mir gedacht, wow, endlich geht dieses Thema mal ein Mensch an. Dass es dann auch noch eine weibliche Person war, die so jung ist, hat mich total geflasht. Dachte mir, das ist stark, da will ich mitmachen. Ganz konkret hatte ich Fridays for Future bemerkt. Die waren ja sehr medienpräsent und die waren mir aber zu jung. Ich bin keine 16 Jahre. Und dann habe ich irgendwann gelesen von einer Rebellion von XR in London. Und dann dachte ich mir, na, sowas soll es in Deutschland geben. Da würde ich gerne mitmachen. Dann habe ich im Internet gesucht und siehe da, es gibt eine Nürnberg-Fürth-Erlangen-Ortsgruppe, die sich gerade kurz vorher gegründet hat. Manchen mag das irgendwie lächerlich erscheinen. Aber der Artenschutz ist ein ganz wichtiger Hebel für uns im Natur- und Umweltschutz, um etwas zu erreichen. Aktiv bin ich eigentlich schon viel länger. Ich war auch schon in der Anti-Atomkraft-Bewegung aktiv. Ich war auch in Baden-Württemberg schon bei den Castor-Transporten. Das war Mitte, Ende 90er Jahre. War ich auch schon aktiv gegen Atomkraft. Obwohl ich da meilenweit weg von Energiebranche arbeitmäßig war, da war ich noch wo ganz anders. Aber die Atomkraft war mir schon immer ein Dorn im Auge. Am Valentinstag veranstaltet die Ortsgruppe ein sogenanntes Swarming, bei dem kurzzeitig eine Straße blockiert wird. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Erde in besonderer Weise unsere Liebe braucht. Die Ampel vorne ist gesperrt, es sind aber nur drei Ampelphasen. Ist es also nicht lang. Also die Aktion ist jetzt insofern außergewöhnlich. Die machen Menschen, die eben besonders nette Aktionsformen machen. Das ist also eine besonders niederschwellige Aktion, die jetzt nicht auf Aggression ausgeht oder auf Blockade ausgeht, sondern die eben versucht, Menschen einzusammeln. Wir sind von Extinction Rebellion. Und wir möchten auf die Erde hinweisen, dass wir zusammen die Erde retten. Steht einiges drauf? Bei einigen VerkehrsteilnehmerInnen kommt die Aktion allerdings trotzdem nicht gut an. Wir müssen darüber nachdenken. Wir können das Thema nicht mehr weiter ignorieren. Ich verstehe, dass das jetzt nervt. Das tut mir auch leid. Ja, anscheinend ja nicht. Doch, es tut mir leid, dass wir jetzt hier einzelne Menschen ärgern, nerven. Aber darum geht es eben nicht. Jetzt sind wir bei der zweiten Ampelschaltung. Ja, das wird auch noch eine dritte kommen. Aber danach gehen wir wieder auf, wird es wieder aufgemacht, dann können Sie weiterfahren. Wir machen ja nur für 2-3 Grünphasen. Das ist ja, dauert ja nicht lang. Das ist ja jetzt nicht vergleichbar mit einer Klebeaktion, wo man über Stunden, was wir ja auch hier an genau der Kreuzung schon gemacht haben, über Stunden alles blockiert. Nein, es ist ja nur ganz kurz. Ja, sie regen sich auf, aber das ist ja auch die Idee. Die sollen ja auch wach werden. Die sollen drüber nachdenken. Wir haben Flyer extra gemacht, die das Ganze beschreiben. Wir sprechen mit den Menschen und ein bisschen Verärgerung über den aktuellen Zustand ist vielleicht auch angebracht an der Stelle. Die können eigentlich vorbeifahren. Ja, da ist der steht schon im Weg. Also er kann natürlich weg, wenn er Rettungsgasse kommt, aber warum steht er im Weg? Wie können Sie das? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich darüber freue, wenn sich irgendjemand ärgert. Ich freue mich, wenn Sie aufmerksam werden. Und das eine Gespräch, was ich jetzt in der kurzen Zeit zum Beispiel hatte mit diesem einen Autofahrer, war hochinteressant. Der war sehr am Anfang etwas verärgert, warum er jetzt nicht auf der Seite durchfahren kann. Danach hat er aber echt gefragt, warum macht ihr das? Und warum steht ihr jetzt hier auf der Straße, die ganzen Bezüge? Also das Gespräch mit den Leuten führe ich gerne. Und auch wenn die verärgert sind, dann versuche ich, die runterzubringen und ihnen zu erklären, dass die Erde in Gefahr ist. Es geht darum, einen großen Kollaps der Natur mit maximalen Schaden auf die Menschen zu verhindern. Und deshalb muss man auch mal ein bisschen radikaler rangehen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Dankeschön. Wann ist die Aktion gelungen?
Schwierige Frage. Also Aktionen haben verschiedene Ziele. Wenn es uns gut geht, ist eine Aktion gelungen. Wenn wir sehr viel Medienaufmerksamkeit haben, ist eine Aktion gelungen. Das zeigt sich dann teilweise erst 2, 3, 4 Tage später, bis dann die letzten Medien, manchmal Leitmedien, dann den letzten Artikel geschaltet haben, dann ist eine Aktion gelungen. Wenn viel Aufmerksamkeit generiert wird, wenn zum Beispiel unter den Artikeln dann viele Kommentare sind, die teilweise sehr boshaft sind gegen uns, dann heißt es trotzdem, wir haben Aufmerksamkeit erregt. Also das ist trotzdem ein Punkt auf der Positivliste gelungen. Das war unsere erste Aktion zu Siemens, bei Siemens in Erlangen. Da hat Siemens mit einem indischen Stromversorger, so ähnlich wie RWE, ein ganz großer, ein Kohlebauprojekt in Australien aufgebaut. Genau, Kohleabbau ist ein blutiges Handwerk, richtig. Achim ist bei XR fest verwurzelt. Wenn es zeitlich und inhaltlich passt, unterstützt er aber auch andere Klimaschutzgruppen. Vor allem ziviler Ungehorsam mache ich schon auch mit anderen. Ganz wichtig an der Stelle ist mir natürlich, dass die friedlich sind. Nur bei friedlichen Aktionen mache ich mit. Dann muss das gesamte Umfeld, nennen wir es mal Awareness, muss auch stimmen. Da habe ich mich dann so langsam rangetastet an die verschiedenen Gruppen. Wie gehen die mit mir um? Wie ist dort der Umgangston untereinander? Wie halten die zueinander? Wie fürsorglich sind die? Das ist mir alles ganz wichtig. Und deshalb bin ich zum Beispiel im Zivilungehorsam-Bereich mit Ende Gelände oder letzter Generation unterwegs. Jo, das ist jetzt nochmal Siemens, allerdings München. Das ist meine erste Klebeaktion. Das erste Mal, dass ich mich persönlich angeklebt habe. Ja, da sind wir von vorne in diese Einfahrt, vielleicht 5 Meter rein. Wir waren also auf dem Privatgelände der Firma Siemens und haben uns an diesen zentralen Pfosten geklebt, sodass die Leute ihre Karten nicht mehr reinstecken konnten und nicht mehr die Tore aufmachen konnten. Jo. Es gibt Dinge, die wirken für mich ziemlich attraktiv, die will ich machen, weil sie mich entweder schon jahrzehntelang ärgern oder eben beruflich auch behindern in der Arbeit. Alles was rund um fossile Lobby. Aber wo sind Grenzen? Schwierig zu sagen. Gewalt ist eine Grenze. Rücksichtsloser Umgang ist eine Grenze. Wir haben neulich mal uns von einer Aktion zurückgezogen mit einer kompletten Bezugsgruppe, weil der Umgangston gegenüber geistig eingeschränkten Menschen aus unserer Sicht nicht angemessen war. Und deshalb haben wir uns mit einer kompletten Bezugsgruppe kurzfristig abgemeldet von einer Aktion. Das war deutlich später, das war in Berlin. Wir waren an einer Badewanne einbetoniert. Wir waren zu sechst und davon waren 4 von der Ortsgruppe Nürnberg. Wir wollten dieses Stadtviertel den Menschen zurückgeben. Wir wollten ein Straßenfest machen. Und wenn man sich das hier anschaut, da wird gemalt, da tanzen Leute, da sind Fahnen. Das ist uns gelungen. Die Straßen zurückerobern. Es freut mich, und das ist vielleicht auch der Grund, warum ich ab und zu auf den Bildern mit einem fröhlichen Gesicht sichtbar bin, dass ich aktiv sein kann. Dass ich mit diesen jungen Menschen generationenübergreifend das machen kann, was ich für nötig halte. Und weder die das alleine machen müssen, noch ich das alleine machen muss, noch ich alleine am Sofa hock und heul und nichts machen kann. Sondern ich kann es tun. Auch Achims Frau Katrin ist überzeugt, dass zu wenig gegen die Erderwärmung getan wird. Sie unterstützt ihren Mann unter anderem an der Nähmaschine. Ich nähe gerade einen ganz besonderen Rucksack. Den hat sich mein Mann bei mir gewünscht. Das wird ein kleiner Rucksack, der sieht aus wie so ein Uhu-Sekundenkleber. Hier, das soll ungefähr nachher so aussehen. Wie so eine kleine Uhu-Tube. Genau. Den hat sich der Achim gewünscht, als es in München dieses Mitnahmeverbot von Sekundenklebern gab. Nachdem sich von der letzten Generation da einige Leute hingeklebt haben, hat München ja dann ein Verbot ausgesprochen, überhaupt Sekundenkleber mit sich zu tragen. Und daraufhin
wurde dann die Idee geboren, dass man doch sehr schön dann eigentlich eine große Tube Sekundenkleber mittragen könnte. Ich finde es toll, was der Achim macht und die anderen Leute, die dabei sind. Und ich für mich selber, ich traue es mich eigentlich nicht. Also ich gehe mit auf eine Demo, ich nähe was, ich habe Fahnen genäht, ich habe Fahnen bemalt, ich habe T-Shirts bedruckt, alles Mögliche, diese Sachen im Hintergrund, ist alles prima. Aber mich irgendwo ankleben oder anketten, nee. Ich würde es gern können, aber ich kann es nicht. Ich finde Achims Engagement richtig gut, obwohl es natürlich sehr viel Zeit frisst, das natürlich auch an unserer Zeit verloren geht. Er arbeitet ja auch sehr viel noch. Aber irgendwer muss es ja machen. Und das finde ich gut, dass er es macht und auch nicht sagt, es sind genug andere da, die es machen könnten. Oder mich betrifft es ja nicht mehr, weil ich sterbe demnächst und nach mir die Sintflut. Ne? Sondern er geht für alle, die da noch kommen, natürlich auch für unsere Kinder auf die Straße. Finde ich gut. Es gab mal eine Aktion, da haben Aktivisten Schilder geschrieben, ich habe Angst vor, und haben sich damit auf die Straße gesetzt. Und da hat er draufgeschrieben, irgendwie sinngemäß jetzt, dass alles den Bach runtergeht, dass gar nichts mehr lebenswert ist. Und ich denke, das ist die Angst, die ihn antreibt. Nicht so sehr für unsere Generation jetzt, sondern die für unsere Kinder und für die, die danach kommen. Und das ist sein großes Unverständnis, warum passiert nichts von Seiten der Politik. Wir streiten uns über das Heizungsgesetz, anstatt dass wir es machen. Achim ist ein unfassbarer Optimist. Das macht die Sache auch wieder schwierig. Weil er immer mit so einem, ich mache das jetzt und dann sind alle Feuer und Flamme und machen mit und dann wird es schon. Und es wird aber eben nicht. Er hat sich schon zigmal angeklebt und die Gesellschaft reagiert eigentlich immer böser darauf. Und das ist was er nicht versteht. Also das macht ihn zum Teil auch sehr kaputt. Er berappelt sich dann immer wieder und der Optimismus kommt schon immer wieder raus, weil er ihn auch gar nicht abstellen kann. Ne? Aber ich merke schon, dass es immer mehr an seine Grenzen geht, dass er immer kaputter und verzweifelter wird. Das ist manchmal schon auch hart, das zu sehen und zu erleben. Ne? Aber er bisher hat er sich immer wieder berappelt. Er hat immer wieder gesagt, und ich gehe jetzt doch wieder. Ne? Und jetzt mache ich gerade diesen kleinen schwarzen Streifen. Wenn ihr das da sehen könnt, dieses silberne Teil, wo dieser kleine schwarze Streifen oben drauf ist. Das ist jetzt diese Kante hier und dann kommt hier nachher der Uhu-Schriftzug noch drauf. Wir haben früher immer so gedacht, naja, das geht jetzt so seine Linie. Wie immer, wir kriegen Kinder, wir kriegen Enkelkinder, alles ist gut und alles ist toll. Und jetzt bröckelt alles so an allen Ecken und Enden weg. Und man weiß es nicht. Wollen die Kinder überhaupt noch Kinder? Lohnt es sich überhaupt noch, Kinder in diese Welt zu setzen? Können wir es überhaupt noch? Und so weiter. Ne? Das ist schwierig, weil du quasi jede Woche, jeden Tag dir was anderes denken musst, was einfach nicht mehr so gesetzt ist, wie man das früher so hatte. Ne? Und da musste er unheimlich flexibel sein, glaube ich. Und das ist der Achim. Das zeichnet ihn aus. Er hat ein unheimlich flexibles Denken. Und wenn es so nicht geht, dann geht es aber anders. Und wenn es so auch nicht geht, dann muss ich halt mal nochmal überlegen. Na, also so, er ist nicht so starr, wie viele das sind. Ne? Und das ist auf der einen Seite toll, auf der anderen Seite natürlich auch ziemlich anstrengend, ne? Manchmal zuweilen. Ja. Ich finde die Situation mit den Klimaklebern, die sich auf die Straße kleben und da ja wirklich Repressalien ausgesetzt sind, sei es von Passanten, diese anspucken, diese anpöbeln, Autos, die dagegen fahren, Polizisten, die sie einfach wegreißen, Passanten, die sie einfach wegreißen, ohne sich zu kümmern. Ich finde es so zwiespältig. Auf der anderen Seite fährt einer mit seinem fetten Auto mit 200 Sachen über die Autobahn und macht einen Unfall und dann ist die Straße auch für Stunden gesperrt und kein Hahn kräht danach. Ne? Das passiert halt, das ist so normal.
Und jetzt werden die so verteufelt, die Leute, die das machen, die ja auf einen Missstand hinweisen wollen. Das will aber keiner hören. Und das finde ich persönlich sehr schwierig und das macht mich selber auch echt sauer, dass die Polizei auch immer gewalttätiger vorgeht, sich immer besser schult, natürlich die ganz schnell wieder runterzupflücken. Inzwischen sind die Kleemerkleber so verschrien als das Böse und das Übel generell. Und das ist einfach nicht richtig. Also mir wäre es auch lieber, man müsste das gar nicht machen. Aber ja, was sollen die tun? Was sollen wir tun, um aufmerksam zu machen? Ich für mich finde es schwierig. Ich könnte mit dem, ich mag dich nicht, weil du bist ein Kleemerkleber, nicht gut leben. Der Achim ist da anders. Der sagt, es ist mir egal, wie die Leute über mich reden, ob sie mir Zuspruch zollen oder sagen, du bist blöd. Hauptsache, sie reden. Ja, ach, der neulich kam doch Post, genau. Was stand denn da eigentlich drin? Da kam doch von der Stadt Nürnberg das Schreiben, was ich dir auf den Schreibtisch gelegt habe. Hast du das aufgemacht? Ah, ja, ja. Kosten für die Reparatur der Straße. Des Straßenbelags, das ist neu. Das habe ich so noch nie gesehen. Der Achim kommt oft mal und sagt, also wir haben die und die Aktion vor und es kann auch Gefängnis bei rauskommen. Was sagst du dazu? Wenn ich jetzt ihm sagen würde, ich finde es doof, was du machst, ich will das nicht, und er würde tatsächlich aufhören, was ich nicht glaube, da würde ganz viel kaputt gehen. Von daher ist es keine Option, ihm zu sagen, hört es auf. Ne? Ich sag schon, also pass halt, na gut, worauf kannst du aufpassen? Im Prinzip kannst du nicht darauf aufpassen. Es passiert. Und ich sag, natürlich ist es blöd, wenn er ins Gefängnis müsste. Andererseits, er weiß, was er tut. Und wenn er damit leben kann, dann muss ich damit auch leben können. So, also das ist der erste Rucksack, den ich genäht habe. Der war schon kräftig im Einsatz, wie man sieht. Genau, das ist eigentlich wie so ein Turnbeutel. Den kann man dann hier oben zuziehen. Man kann die Mütze da oben dann und dann noch ein bisschen mehr zuziehen. Dann verschwindet die silberne Kappe da oben drin. Wenn dann da was drin ist tatsächlich, dann sieht das auch richtig schön aus. Genau. Im zweiten Teil des Films erzählen zwei JugendfreundInnen, was der Aktivismus mit Sarah macht. Der Prozess hat Sarah sehr belastet, weil sie so einen Stempel aufgedrückt bekommen hat mit diesem Bescheid, den sie bekommen hat. Du hast was Totales falsch gemacht und sie wollte ja durch diese Aktion was richtig machen und auf was aufmerksam machen, was ihr total wichtig ist. Ich mache mir natürlich auch große Sorgen um Sarah, dass sie einfach irgendwie nicht genug aufpasst auf sich selbst. Und wir erfahren, warum es ihr wichtig war, den Klimaprotest auch in die Musikhochschule zu tragen. Und den muss ich jetzt darüber verbinden. Achim erzählt, was er vor seiner Selbstständigkeit gemacht hat. Ich war wirklich interkontinental unterwegs, Indien, Asien, Australien, Amerika, alles, was man sich vorstellen kann, und bin teilweise mehrfach im Monat da rumgeschickt worden, bin also wirklich sehr viel geflogen. Einen gemeinsamen Frühlingsschrei in die Luft setzen. Wir begleiten die beiden zur Frühlingsrebellion, einem bundesweiten Treffen aller deutschen XR-Gruppen, bei dem auch Aktionen des zivilen Ungehorsams auf dem Programm stehen, und erfahren von Sarah, was der verlorene Prozess mit ihr macht. Der Staat und viele Menschen sehen mich jetzt als Verbrecherin. Und das steckt man dann doch irgendwie nicht so leicht weg. Vor allem mit dem Wissen im Hinterkopf, ich bin die Verbrecherin für die. Und die Menschen, die hier gerade an der Zerstörung unseres Planeten aktiv mitarbeiten und sich dran bereichern, die werden nicht vor Gericht gestellt, die werden gar nicht belangt. Die bereichern sich noch dabei. So, diese Ungerechtigkeit und diese Absurdität tut halt irgendwie dann doch sehr weh.